Hallo meine Lieben, heute geht es bei mir um die Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Es sind wieder 4 an der Zahl und es heißt wieder Hashtag du bist, was du liest. Fangen wir an. Das erste Buch, was ich gelesen habe, war A Long Way Down von Nick Hornby. Dieses Buch mochte ich sehr, sehr gerne. Es war aus 4 verschiedenen Perspektiven geschrieben, nämlich aus jeweils der Perspektive von den 4 Leuten, die sich zufälligerweise an derselben Nacht auf demselben Dach treffen und sich ihr Leben nehmen wollen. Und sie schließen einen Pakt, dass sie sich so und so lange nicht umbringen und sich dann wieder treffen. Und man ist eben in der Zeit dabei, während sie sich nicht umbringen und erlebt eben mit, was die so machen. Ich habe hier meinen Einkaufszettel liegen statt meine Notizen. Sehr gut. Ich muss sagen, es war ein sehr unterhaltsames und auch spannendes Buch. Ja, die 4 Charaktere, jeder hatte so... war besonders. Die waren alle sehr unterschiedlich und das hat Spaß gemacht. Und es hat Spaß gemacht zu lesen und es hat Spaß gemacht auch zu sehen, wie sich der Schreibstil von Hornby mit jeder Person auch verändert hat. Also jede Person hat eben ihre eigene Erzähltechnik gehabt und das fand ich sehr schön zu sehen. Das hat natürlich auch gut den Charakter ausgedrückt. Meine Freundin hat mir gesagt, hier gibt es sogar einen Film dazu und dann habe ich natürlich mir sofort den Film reingezogen. Der Film, muss ich sagen, wich ziemlich ab vom Buch, also es war ein bisschen sehr viel anders, aber trotzdem war es schön, die Charaktere in lebender Form zu sehen und auch noch ein genaueres Bild zu bekommen, wie die so aussehen. Und es war auch relativ krass besetzt, also bekannte Schauspieler. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Es gibt auf jeden Fall eine Empfehlung, weil ich fand das Buch sehr, sehr cool. Und es kriegt 4 von 5 Punkten. Das nächste Buch, über was ich mit euch reden will, ist ein Buch von John Queen und zwar das Buch Die erste Liebe nach 19 verschiedenen Versuchen. Ich muss sagen, ich habe es erst ein bisschen bereut, dass ich das Buch in Deutsch bekommen habe. Also es war so ein Buch des Monats, meine Mama kauft mir jeden Monat ein Buch, dass ich es mir erst in Deutsch ausgesucht habe. Es gab in diesem Thalia auch nur das Deutsche, weil die Deutschen sehen halt immer nicht so schön aus wie die Englischen. Das ist einfach, also... besonders bei John Green Büchern fällt mir das immer wieder auf. Aber vom Lesen her war es natürlich trotzdem gut. Ich meine, auch die Übersetzung, das schreiben ja dann praktisch die Übersetzer und nicht John Green selbst. Aber es kommt natürlich trotzdem sein Schreibstil durch. Und das war ein wundertolles Buch. Und deswegen ist auch John Green einfach einer meiner Lieblingsautoren. Wenn nicht der Lieblingsautor. Weil er einfach total unterhaltsam und detailreich schreibt. Und es macht einfach immer wieder Spaß beim Lesen auch... wenn es eine ganz abstrakte Geschichte, er denkt sich auch immer so Geschichten aus, auf die würde man gar nicht kommen, aber die machen doch irgendwie Sinn, weil es doch irgendwie sein könnte, dass es alles so ist. Hier in dem Buch ging es um, ja, ich weiß immer nicht, wie der Typ heißt, Colin. Der Typ hieß Colin und der hat einen besten Freund und die gehen auf so einen Roadtrip und erleben da ganz schön viel und bleiben dann aber an einem Ort, wo dann ein Mädchen ist und sie erleben ein bisschen was und der Colin ist total das Genie. Oder Genie nennt er sich ja nicht. Er ist jedenfalls sehr begabt. Und er arbeitet an einem Theorem. Und er hatte schon 19 Freundinnen und sie alle hießen Catherine. Und das ist ganz lustig. Und er versucht ein Theorem zu erstellen oder ein Diagramm oder wie auch immer, an dem man erkennen kann, wann die Freundin Schluss machen wird. Und ja, darum geht es aber eher sekundär. Das Buch ist total gut und kriegt auch auf jeden Fall eine Empfehlung. 4,3 von 5 Punkten. Jetzt würde eigentlich erstmal ein anderes Buch kommen. Das habe ich jetzt aber erst nochmal an den hinteren Rand gestellt, weil das Beste zum Schluss, so nach dem Motto. Das nächste Buch ist mal ein bisschen was anderes. Und zwar ist das Star mit Charme von Julia Enders. Ich habe mir dieses Buch von meiner Tante ausgeliehen, beziehungsweise meine Tante hat es mir in die Hand gedrückt, weil ich gesagt habe, ich habe immer mal Probleme mit meinem Darm. Und ja, es war sehr unterhaltsam geschrieben. Also es ist auch wirklich für Leute, die keine Ahnung von nichts haben, gut. Wobei es mir dann schon wieder zu sehr ins Detail ging. Also ich habe dann auch viele Seiten einfach überblättert, weil es mich nicht interessiert hat, was die Bakterien dann machen. Aber ich habe auch viele neue Sachen gelernt. Zum Beispiel, dass man mit Olivenöl nicht brät, das wusste ich irgendwie nicht. Deswegen brate ich jetzt immer mit ja, Kokosöl oder anderem Öl, jedenfalls nicht mit Olivenöl. Oder dass man zum Beispiel den Stuhlgang mit einem Hocker vollziehen sollte. Also es waren einige gute Tipps hier drin. Und ja, der Darm ist schon ein freches Kerlschuh. Es war sehr informativ für Leute von euch, die vielleicht Medizin studieren wollen.
ist es was, wobei ihr wahrscheinlich noch ein bisschen stauer als das seid. Sie ist halt auch Medizinerin, also der studiert, ich weiß gar nicht, die forscht, glaube ich, oder so. Ja, aber es ist echt unglaublich lustig geschrieben und ich mochte es, war relativ schnell durch damit. Kriegt von mir 3,8 von 5 Punkten für das, was es ist. Und nun zum letzten Buch, mit dem ich mich ganz schön lange aufgehalten habe. Und zwar ist es A Little Life von Hanya Yanga Hihara. ja, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Aber es ist dieses wunderschöne Buch und ich muss zugeben, ich habe dieses Buch zum ersten Mal bei meiner Freundin gesehen und habe mir gedacht, ich will es haben, das Cover ist so schön. Aber das Cover ist wirklich so, man kann es so anfassen, es ist so ein bisschen 3D und dann ist es halt so ein Cover von New York. So, warte mal, wo kann man das besser zeigen? Hier. So, irgendwie. Und es ist halt richtig dick, 700 Seiten oder so und die Schrift ist halt echt klein. Also man hatte viel zu lesen. Aber die Geschichte hat dann echt mitgenommen. Also es ging um 4 Freunde und man begleitet die fast über so, ja, über 30 Jahre oder so. Also man lernt die relativ früh kennen, wo sie alle gerade erst aus der Uni rauskommen, haben sich auch alle bei der Uni oder an der Uni kennengelernt. Es geht eben um Jude, William, JB und Malcolm. 4 Männer, die Freunde sind und zusammen wohnen und blablabla in New York. Und die haben halt alle so ihre... Ja, Malcolm ist Architekt, JB ist Künstler, Maler, William will Schauspieler werden und Jude ist eben Anwalt. Und mehr oder weniger geht es hier um das Schicksal von Jude, der, ich weiß gar nicht, ich will gar nicht so viel erzählen, um es nicht so vorne wegzunehmen, aber er hat eine sehr krasse Vergangenheit und mit der hadet er total stark. Seine ganzen Freunde, jeder liebt ihn eigentlich, aber er kann diese Liebe nicht verwerten, sage ich jetzt mal. Also er gibt sich immer selbst die Schuld für alles, was ihm widerfahren ist. Und er kommt einfach nicht klar damit. Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Aber allgemein merkt man einfach, wie sehr dieser Charakter gelitten hat, leidet und wahrscheinlich immer leiden wird. Ich weiß gar nicht, was ich viel zu dem Buch sagen kann. Es ist einfach so krass, wie das Schicksal manche so unglaublich trifft, mehrmals. Und wenn diese Leute dann damit nicht klarkommen, wenn sie es sich auch in gewisser Weise dazu verschließen, Jude wurde immer wieder Hilfe angeboten. Ne? Alle wollten ihm helfen, alle waren für ihn da. Er hatte eine wunderbare Familie, er hatte wunderbare Freunde natürlich, auch Kollegen. Aber er war nicht, wie sagt man, bereit. Er konnte sich nicht helfen lassen. Er war mit sich selbst nicht im Reinen oder so. Und das war schwer zu sehen, wie es dann für manche einfach immer weiter den Berg runtergeht, obwohl sie etwas machen könnten. Und das sehe ich eben auch bei vielen von euch, wenn ihr mir schreibt. Ich merke immer, ihr müsstet einfach, bei euch müsste sich was umlegen. Aber ich weiß, wie schwer das ist, bis man einfach diesen Schalter betätigt und das kann Jahre dauern, aber ich schwöre euch ja immer wieder, dass alles irgendwann gut wird und ihr müsst einfach stark bleiben und das Leben ist eigentlich so schön und wir machen uns so oft wegen Kleinigkeiten verrückt oder wegen unserer Vergangenheit oder irgendwas, aber wir müssen einfach so glücklich sein mit dem, was wir haben, auch wenn es kleine Dinge sind oder auch große Dinge. Wir leben in so einem Reichtum, wir sind gesund und Gesundheit ist das Wichtigste. Jude war auch noch dazu, er hatte viele wirklich gesundheitliche, körperliche Schäden, sag ich jetzt mal. Aber trotzdem, wenn wir die Möglichkeit haben zu leben, für die so viele total viel geben würden, dann sollten wir das ehren und uns nicht weiter dafür kaputt machen. Dieses Buch bekommt von mir auch 4 von 5 Punkten. Warum 4 von 5, kann ich gar nicht so sagen. Das ist eigentlich so mein Gefühl. Es war nicht 5 von 5, weil, ich weiß nicht, es war schwierig reinzukommen, das muss ich sagen. Auch vielleicht, weil ich lange nicht mehr Englisch gelesen hatte. Also eigentlich nicht, aber irgendwie war es ein bisschen schwierig reinzukommen, weil es halt so viel Input war, so ganz neue Geschichte und so ganz 4 Jungs. Und ich musste immer rückkommen, wer war das jetzt, dieser Malcolm, was hat er jetzt nochmal gemacht? Aber, ja... Jude habe ich wirklich ins Herz geschlossen und ich habe mir immer vorgestellt, dass Jude wirklich so aussieht wie Jude Law, falls ihr den kennt, Schauspieler.
So habe ich mir den immer vorgestellt. Und ich hätte so gerne, dass zu diesem Buch ein Film rauskommt. Ich glaube, das wäre ein wunderbarer Film. Und ja, Daumen hoch für dieses Buch. So, das war's mit meinen Büchern. Ja, die nächsten vier kommen dann irgendwann wieder in 4 Monaten oder so. Ist dann schon das neue Jahr oder so? Ja, wahrscheinlich im Dezember oder so. Genau. Bücher habe ich noch genug in meiner Wunschliste, aber wenn ihr mir unbedingt irgendeinen Tipp geben wollt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin immer offen dafür. Auch für eine andere Art von Büchern, meinetwegen Gedichtbände oder irgendwas. Also, wenn ihr irgendwas habt, her damit, gerne. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss, macht's gut!